Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy 10. Ja, wir sind immer noch hier auf dieser Brücke. Es ist im letzten Part 4 passiert. Kimari ist bei Seymour geblieben und hat ihm seine Dings in die Brust gesteckt. Wir sehen hier, alle haben 20 Level, aber das ist nicht alles. Wir schauen uns das mal an. Das ist nämlich die Hälfte von dem, was ich bis jetzt gemacht hatte. 20 Level plus 20 sind wir bei 40 Level, die ich gelevelt habe, Leute. 40. Ja, das ging auch super fix hier. Ich kann mich echt nicht beschweren. Und ich möchte jetzt gerne die Level mit euch verteilen. Ich will nur gucken, wohin die müssen. Da hoch geht's zu... nur so ein Glücksfeld hier. HP. Also müssen wir runter. Aber echt gut. Das Training hat super funktioniert. Ich hätte auch noch weiter leveln können. Weil wir echt super viele Level gekriegt haben und auch ja, schnell vorangekommen sind. Ich bin jetzt bei jedem am Ende des Sphero-Bretts angekommen. Das ist das Negative daran. Aber, naja, nun kann ich mir andere Wege aussuchen, wo die Leute lang können. Das heißt, ich werde frei entscheiden können, welchen Weg meine Charaktere jetzt einschlagen sollen. Damit haben wir das Ende von Riku erreicht. Und da sind nur Level 3 Sphero-Pässe. Sphero-Dinger. Was haben wir da? Bestechen. Bestechen ist wichtig später. Wenn wir hier jetzt ein Level 3er haben, dann können wir rein theoretisch da durch. Aber wir haben 1, 2 und 4. Das heißt, sie kann gerade nirgendwo hin. Tech, Weiß und Schwarz Sphero-Eat. Das heißt, ich kann sie nirgendwo hin begleiten. Mal gucken. Hier oben kann sie auch nirgendwo lang, ne? Wenn sie hier hochgeht. Fehlt die hier der Dreier, da ist Gilrauben. Hier auch, dann nochmal Dreier ohne Ende und dann kann sie hier nämlich Flair lernen. Flair ist geil, das ist eine neutral, also eine normale Magieattacke. Da dann könnte ich sie schicken, da ist ein Vierer. Dann geht sie zu. Ein Dreier, überall diese Dreier und dann kann sie jonglieren lernen. So, hier haben wir einen Vierer. Da kommt sie aber auch nicht durch. Ja, jemand hat das gerade... Oh, Level 2, ja. Und dann kann ich sie hier... Kann ich nicht, weil da ein Dreier wieder ist. Oh, das heißt, wir werden Rikus 8 Level eben behalten, bis wir wieder einen Freund-Sphero-Eat kriegen oder so. Oder irgendetwas, das wir da durch können. Weil dann werden wir sie auf den Weg eines anderen führen. Waka hat auch das Ende erreicht gehabt. Aber ich habe ihn nämlich schon, so clever wie ich bin, zu Orins, mit so einem Freund-Dingsbumsens zu Orins-Ding geschickt. Ja, das war gerade super blöd, was ich da gemacht habe. Ich hätte mal ihm schnell diese Attacken dabei bringen lassen sollen. Komm, das bringe ich nochmal ihm schnell bei. Bis dahin. Kostet der. Wenn man schon Felder benutzt hat, dann kostet das nämlich nicht so viel, da lang zu gehen. Ich soll 40 Level gelevelt. Und ich habe bei den ersten 20 schon allein in der Zeit diese 20 zusammenzukriegen, ging ja fix. Und ich habe mit allen einen Vernichtend-Ting gekriegt. Ich kann das auch nochmal zeigen, wie ich das gemacht habe. Ich habe eigentlich mit Yuna oder... Ja, mit Yuna habe ich da drauf geklatscht. Und mit Waka, Auron und so erstmal schön draufgehauen. Bam, Bitch. Da war es das auch schon wieder fast. Das Gute ist, dass Waka jetzt bei Auron ist. Das heißt, er kriegt super viel Angriffspower, was ihn zu einem der stärksten Charaktere machen wird. So, und HP natürlich. HP bis zum Umfall. Waka strotzt nur so vor Energie. Und ich sehe immer noch alles in HD, das ist so toll. Das ist so wunderschön. Oh yeah. So, bewegen. Bis dahin können wir noch, kriegen wir noch einen Angriffs- und einen Zauberverteidigungs-Dings. Boah. Yuna hat 20 Level auch nochmal. Ich habe jetzt mit den Schwarz-Veroiden erstmal die ganzen Guard-Zauber beigebracht. Denn sie brauchen noch ein bisschen, bis sie ihre Super-Attacke lernt. Sanctum! Krasse Attacke. Und wir werden dann auch alleine mit ihr immer 9999 Schaden machen. Wenn wir das sogar hinkriegen... Komme ich da schon hin? Ich glaube, ich krieg Sanctum jetzt sogar schon. Erzengel. Zweier... Dann brauche ich dann 4. Das könnte funktionieren. Sanctus meint natürlich. Oh, schade, das funktioniert nicht gar. Ach doch, wenn ich durch den Zweier durchkomme. Dann geht das! Wenn das geht, dann bin ich so glücklich. Mal ist der Weg nämlich frei für Lulu. Dann kann sie sich auch den Zauber holen.
Erzengel, was kann das denn? Ah, nutzen. Und natürlich habe ich wieder mal vergessen, das Dings auszuschalten. Gucken wir uns das gleich mal an. Benutzen. Wir haben so viele Level 2er, da ist das nix. Nix! Ah, Lulu kann da gar nicht mit hin. So eine Scheiße. Warum nicht? Weil da unten nämlich Level 3er Sphero-Pass ist. Ja, das sind so die Dinge, die können einen ganz schön ankotzen. Muss ich ehrlich sagen. Diese Level 3er sind so scheiße selten. So, bewegen. Ey, das könnte gerade so funktionieren. Wenn das wirklich funktioniert, dann bin ich der glücklichste Mensch auf diesem Planeten. So, unser einziger Vierer. Und das funktioniert sogar. Oh mein Gott. Heftig! Damit kriegen wir ihren Superzauber. Sanctus. Geil! Das ist super nice. Ach, warte mal kurz, Leute. Spiel verlassen? Nein, du sollst mich vom Network abmelden, bitte. Abmelden. Danke! So. Jetzt kommen wir, sehen wir die ganze Zeit die Namen von denen, die online kommen oben. Mit denen habe ich auch gar nichts mehr zu tun, muss ich ehrlich sagen. So, Lulu, was mache ich mit dir? Mit dir kann ich gerade gar nichts machen. Wir haben keine Dreier. Wenn ich einen Dreier hätte, dann könnte ich dich da durchbringen. Dann könntest du auf den Weg gehen von Yuna. Und Yuna könnte auf deinen Weg gehen. Wer weiß, vielleicht kriegen wir gleich noch welche. Da profitieren ja alle von. So, Titus, bringen wir dich auch ans große Finale deines Sphero-Bretts. Ich will Titus auch noch unbedingt bei Auron mit auf dem Weg haben, weil Auron ist super durchschlagend. Der Mann hat Power am Arsch. So, Ende im Gelände. Aber damit brauchen wir auch erstmal eine Weile nicht mehr leveln. Das ist das Gute daran. So, wenn ich dich da lang schicke, ich brauche zwei Level 3er alleine für dich. Damit du zu Auron kommst. So, Auron, bringen wir dich auch mal ins Ziel. So. Das ist aber nicht der Allesbrecher, ne? Viele machen ja lieber das Standard-Sphero-Brett, wobei ich das gar nicht verstehen kann, denn hier kann man die Charaktere schnell so weiterentwickeln, wie man gerne möchte. Aber auf dem Standard-Sphero-Brett kann man, glaube ich, haben die Leute nachher mehr KP und so oder mehr Angriff? Keine Ahnung. Irgendwie sowas war das. Wie weit müsste ich mit denen gehen, um dahin zurückzukommen? So, es gab irgendwo eine Aswaka. Boah, viel zu weit. Das lohnt sich überhaupt nicht. Hier könnte ich dann den anderen Weg einschlagen. Geht das? Lass mal den kurz gucken. Ich könnte da natürlich jetzt ganz hin. Hätte ich noch 7 Level übrig. Dann lohnt sich das? Nein, das lohnt sich nicht. Das wäre Verschwendung. Gut, dann lassen wir es erstmal so. Wir haben noch ein paar Level übrig. Wacker und Yuna sind durch. Lulu konnte natürlich gar nichts machen, aber da kommen wir auch noch zu. Schaut euch die Energie an. Wacker alleine 4480. Heftig. So, einmal schnell heilen und los geht's. Wir haben jetzt genug Zeit verschwendet. Das wollt ihr ja nicht sehen. Ihr wollt ja Action sehen. Riku ist gut vorne. Wacker. Ja gut, die Truppe behalten wir mal. Let's do this fucking shit. Erstmal einen Schub trinken. Das ist so geil, ich zeige euch das mal. Weiß man die, Zauber. Okay, für dich habe ich nachher noch was Besonderes. Die kriegt von mir nämlich noch, wie heißt das noch? Ah, genau, Spezial. Sie hat Hades-Magie gelernt. Das habe ich ihr mit einem Tech-Sphäroid, irgendwie so, oder Ability-Sphäroid, keine Ahnung, was das war. Lulu hat das gelernt, ich habe ihr das dann auch gegeben, weil Hades-Magie macht Folgendes. Kannst du einmal wählen, bam, dann machst du nochmal Folger, bam. Machst du zwei Attacken direkt hintereinander, so habe ich den Gegner ganz schnell platt gekriegt. Vernichtend, wie man sieht. Da kommt der zweite. Bam. So, und Waka hat jetzt leichtes Spiel, der braucht nur das hier umhauen. Und Hammer, oder? Super cool. Und ich könnte schon wieder leveln, wie man sieht. Ring der Juwelen. Bevor wir jetzt in den Kampf reinstarten, gucken wir mal eben. Mit viel Zauberabwehr und so, das ist in Ordnung. Das ist auch in Ordnung.
Fernball. Sturmschutz. Ja, die ganzen Sachen habe ich alle gekriegt durch die ganzen Kämpfe hier. Zauberabwehr plus 10. Ja, behalt das mal, weil wir werden jetzt ja gleich gegen Dings kämpfen, gegen Seymour. Stromball ist auch geil. So viele Onyx-Schilds. Das ist so Hammer. Die haben alle das, ne? Jo, das ist in Ordnung. Gut, starten wir in den Kampf. Wir wollen nicht lange schnacken. Da vorne steht er schon bereit. Kimari kann man... Ja, Kimari kann man auch sehen. Chance und Präventivschlag. Yay. Habe ich jetzt auch gar keine Lust drauf. Was mache ich denn da? Nein. Tidus! Nicht zu Lulu. Tidus hat übrigens eine neue Spezialtechnik gelernt. Seine neue Ekstase-Technik, und zwar Energieringe. Ich glaube, ich hatte noch 3-4 Mal Gemetzel gemacht und so. Dann hat er Energieringe gelernt. Trifft alle. Fügt einen Gegner Schaden zu und explodiert aber. Das ist voll cool. Also noch nicht mal die letzte Fähigkeit von ihm. Es gibt noch eine bessere. Und tschüss. Live and let live. Wir könnten jetzt nochmal abspeichern. Ach Gott. Diese Gegner sind so lame. Spitz. Ach, du bist da schon wieder. Mensch, Rico, du bist aber fix unterwegs. Ich kann mich nicht mehr so einfach stumm schalten. Das heißt, ich muss aufpassen in Cutscenes und so. Wie jetzt zum Beispiel. Ach, geht schon los. Jetzt können wir mit dem ein bisschen schnacken. Ansprechen. It is good to see you again, Lady Yuna. But you don't seem pleased. I'll only be pleased when you're gone to the far plane. Zauberabwehr von Yuna steigt. So, ich möchte jetzt gerne erstmal Haska. Jo, Haska ist gut. Gut. Du hast schon deinen Zug gemacht, meine Liebe. Dann holen wir mal Rico raus. Rauben, der hat nur 36.000. Tetra-Element mal 2. Du kannst Magiebrecher machen. Dann wird er ein bisschen schwächer. Bam, ist immun. Wie süß. Ja, er ist jemand, mit dem sollte man sich nicht so einfach anlegen. Schnapp mal ihn mit ihm, bitte. So, you too seek freedom from this painful life? You talk too much, Seymour. Angriffskraft steigt, das ist schon mal cool. Machen wir nochmal Rauben. Ja, raub ihn nochmal aus. Diebstahl fehlgeschlagen, das ist kacke. Ich habe auf was anderes gehofft. Oren! Du mit deiner Stärke musst hier mal ein bisschen was machen. Magiebrecher war ja... hat nicht funktioniert. Springen wir bitte an. Oh, Kinnock was still my friend, Seymour. You will pay for his death! Sehr gut, Oren. Ich glaube dir. Du bist toll. So, was wollen wir machen? Trisaster! Bam, Bitch! 9.990! Ja, er setzt sich erstmal da drunter. Okay. Nein! Ich glaube, Rico geht jetzt drauf. Wer? Scheiße! Mega Phoenix 49. Ich habe durch die ganzen. Wenn ihr die vernichtend besiegt auf der Brücke, dann kriegt ihr nämlich auch mal Mega Phoenixe und die braucht ihr nachher, um die super, also besondere Items herzustellen. So, was sollst du machen? Braucht mal das Vieh aus. Gegner besitzt keine Items. Okay.
Ich wurde erschlagen. Au. So, Oren, du hast mal eben deinen Sinn erfüllt. Dann kann ich mir jetzt gleich mein Team aussuchen, welches ich gerne benutzen möchte. Ich brauche gar kein Bio benutzen. Ich bin so stark, ich kann das Vieh jetzt einfach, ich kann ihn jetzt einfach umhauen. Das ist ja der Witz dabei. Mach mal Wut. Aber was für eine Wut. Trifft beide. Ja, komm, Folger. Drehen, 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 drehen. Oh, immer nur 8. Rüber, lass doch mal das Scheißvieh in Ruhe. Lieber auf Seymour. So, und das Vieh saugt ihn jetzt aus, ne? Yo! Es hat sich geheilt. Flair. Moin! Badusch. Wacker, wacker, Ja, komm, wir wollen Sanctus sehen, ne? Wollen wir Sanctus sehen, Leute? Spezial Hades-Magie.